Erfinderwettbewerb? Puzzle? Sind das alles Anspielungen? Erfinderwettbewerb. Irgendwas. Erfinderwettbewerb. Irgendwas muss es doch sein. Irgendwas muss da doch drin sein, oder? Seid ihr noch da, Leute? Ja, du warst, dass du sowas im Kinderzimmer hast, das wusste ich. Aber hier, warte mal, irgendwo. Oh, was war das denn? Oh, Pillen, Pillen. Was war das denn für ein Kind? Ja, das ist kein Platz mehr. Aha! Ja. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Er stinkt total. April, Mai, Moor. Oh. Ein seltsamer Safttropfen von der Decke. Da hat sich jemand eingenässt. Jetzt leuchtet sie sogar. Was ist das denn für ein Kind, Alter? Kein Wunder, dass sie Sprengstoff hier drin hat. Sprengstoff sage ich schon irgendwie. Klavier spielen. Es ist kaputt. Was denn hier mal? Ja, wie machen wir das jetzt am besten mit dem Platz? Unheimlich viel Kraut. Können wir den nachladen? Die Platzierung merken? War das jetzt wieder eine Anspielung oder willst du mich Dritter? Und zweiter Junior. Zweiter und dritter. Zweiter Platz? Dritter Platz. Das Ding ist, die Pillen sind hier jetzt noch. Und hier ist noch ein Ditterich. Aber kein Platz. Lass uns jetzt mal rüberlaufen. Ich denke mal, wir kommen gleich nochmal runter. Hoffe ich doch. Gucken erstmal an, wie er sich eingenässt hat. Hoho. Auf Flintenattrappe. Spielzeugaxt. Renovierungsvertrag. Jack Baker. Auftraggeber Trevor. Oh, Trevor von GTA. In Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum. 10. November. 20 Tage. Und schattenaktivierter Tür und Eingangshalle. Okay. Schatten? Habe ich mich gerade verlesen? Schattenaktivierter. Okay. Ach so, okay. Ja. Kein Platz, so eine Kacke. Wir kommen gleich nochmal hier zurück, hoffe ich doch. Was hier los? So, holt euch was zu knabbern, das kann dauern. Schon fast perfekt, oder? So, ich dachte, es öffnet sich jetzt die Tür. Zugangskarte blau. Kacke. Wie machen wir das jetzt? Weißt du von. Also die Schrot kann ich schon mal nachladen. Haben wir einen Platz frei. Oder nee. Doch, die kann ich nachladen, haben wir schon mal einen Platz frei.
Dann nehme ich das hier, das können wir kombinieren wahrscheinlich. Geil. Wie ändere ich das jetzt? Ach so, ja, klar, okay. Mal wieder ein Platz frei. So. Damit wir das Scheißvieh nehmen hier, wa? Weiß ich, braucht man die Attrappen? Also wir müssen ja so und so nochmal herkommen, alleine wegen dem Tape. Irgendwas kommt hier jetzt auch bestimmt, oder? Ja, Thomas, Duschgel, ne? Gab's hier oben nicht auch ein Safe Room? Nee, nur ein Badezimmer. Da unten der Waschraum. Ich würde jetzt sagen, wir latschen mal runter, in der Hoffnung, dass wir niemandem begegnen. Oder wollen wir erstmal hier gegen. Nee. Nee, wir gehen erstmal in den Safe Room. Ein paar Sachen ablegen. Weil da oben ist auch noch eine Tür. Und da muss ich noch das Tape holen, bla bla bla. Da gehen wir da rum. Ja, was machen wir denn mal weg? Also, die Karte können wir erstmal weglegen, glaube ich. Den Granatenwerfer, brauchen wir den jetzt oben? Ich glaube nicht. Den holen wir uns gleich wieder. So, dann haben wir schon mal so viel Platz. Dann packen wir das da auch mal eben weg. Das eben wegpacken. So. Holen wir uns aber gleich wieder. Wir brauchen erstmal nur für oben ein paar. Ein paar Slots frei. Ich weiß nicht, braucht man die Attrappen denn wirklich? Habt ihr eine Ahnung, wofür das sein könnte? Oder? So, das Inventar auch schon wieder fast voll. Geil, oder? Wollen wir mal hier die Tür öffnen. Mal gucken, was da Schönes gibt. Munition, Munition, Munition. Oma! Oh, guck mal hier, und da ist was. Hallo, Ma'am. Jack tritt bei den Marines bei, okay. 1980 war das, ne? April 1980.
Und ein Kraut. Da unten liegt noch Muni. Lindenmuni. Seitenbacher Müsli. Pistolenmuni. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Okay. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Schon wieder voll? Es kann doch nicht wahr sein. Wir verarschen. Rucksack. Geilomato, ein Schatzfoto. Oh, wo ist das denn? Habt ihr das gesehen? Ein Plan für eine Waffe aus. Naja, das haben wir aber schon. Ein Kraut, aber keine Flüssigkeit hin. Mehr ist hier nicht, oder? Also, wie die Zeit wie alle anderen Uhren. Okay. Welche Uhren? Hier ist keine Uhr. Du bist doch verarschen. Seid ihr noch da? Was war das? Was war das? Ah ja, stimmt, genau. Sehr gut. Da ist jemand sehr aufmerksam. Aber ist der Rest dann auch noch da? Seid ihr alle noch da? Welche Uhrzeit haben die denn hier? Das ist Viertel nach 10. Dann machen wir mal auf Viertel nach 10, oder? Welche Uhren? Die wollen mich verarschen. Oh, guck mal hier. Wer ist eigentlich vier Mann vier Ecken? Fällt mir jetzt gerade erst auf. Wer hatte denn den Account vier Mann vier Ecken? So. Ja, könnt ihr mir jetzt mal helfen mit der Zeit? Welche Zeiten meinen die denn? Also hier steht auf jeden Fall Pfirsich nach 10. Ah, oder, okay. Oder die Uhr hier unten vielleicht. Warte, ich gehe erst hier unten und dann gehe ich ins Kinderzimmer. Kinderzimmer. Hier, die Uhr. Was sagt denn die Uhr hier? Viertel nach 10.
Also muss doch richtig sein, oder nicht? Haben wir noch eine Uhr? Kinderzimmer oben, okay. Gucken wir mal im Kinderzimmer. Warum im Kinderzimmer? Das Kind war zeitlos, deswegen hat es keine Uhr. Wetten? Klavier, was nicht funktioniert? Also es kann ja eigentlich nur 9:45 sein, aber das habe ich ja eben gerade eingegeben. Und wir können ja mal hier im Spielzimmer gucken. Viertel nach 10. Viertel nach 10. Lecker. Ja, schon. Gut, dann mache ich jetzt nochmal 9:45 und schauen, was passiert. Schmink dich, ja. Oder ich schmink die Oma gleich, wenn das nicht funktioniert. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ah, ich muss auch X drücken, ne? Also. Gut. Dann gehen wir mal da runter. Mal gucken, was da passiert. Mal keine langen Gänge. Ja, ich habe Kreis gedrückt eben gerade. Ist ja klar. Wow, 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 wow. Oh mein Gott, ja. Hier wieder die CDs an der Decke hängen. Verbesserte Muni. Da gib mir doch ein Herz auf. Zugangskarte. Oh, wir haben beide Zugangskarten. Jetzt geht hier wahrscheinlich wieder die Post ab. Oh, die Werkstatt. Oh nein. Ich gehe jetzt aber nicht durch den Keller, ne? So viel ist klar. Übrigens, falls jemand eine Ahnung hat wegen der Schatzkarte, ne? Ich kann es gerne nochmal zeigen. Wo könnte das sein? Cedric, du weißt wo? Dann hau mal raus, Alter. Ich geh nicht durch den Keller, also, hallo? Jetzt ist das Ding da oben wetten, versperrt. Auf dem. Raum, wo die Schlüsselkarten. Ja, das ist ja kein Raum, das ist ja der Garten. Ach Mann, ey, ich bin kotzen. Warum denn hier jetzt durch? Rechts. Nein, rechts, rechts, okay. Cedric, erzähl erstmal nochmal genau. Oder gar nicht. Googlest du jetzt gerade oder was? Enrique, vielen Dank, ey. Scheiß Dreck hier. Okay, komm. Komm, 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 komm. Oh, oh, oh. Damn, Motherfucker.
Ah, nein, 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 komm, 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 komm. Und Oma wieder da? Ich höre doch wieder was. Hör da was. Nichts. So, dann gehen wir erstmal wieder hier rein. Puh. Ich bin ja ganz glücklich, dass es nur zwei waren. Wer ist denn jetzt bitte Firman vier Ecken? Wer hat Firman vier Ecken geraubt, den Account? So, die Schatzkarte hau ich erstmal wieder in eine Tonne hier, wollte ich gerade sagen. Brauchen wir den Schlangenschlüssel jetzt eigentlich noch? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Was bedeuten eigentlich diese Fragezeichen da? Hat also jemand eine Ahnung? Kleines Schlüsselloch, okay. Warte. Das können wir auf jeden Fall hier verstauen. Spielzeug. Schlangenschlüssel brauchen wir jetzt, glaube ich, auch erstmal nicht mehr. Dann nehme ich auf jeden Fall die Zugangskarten mit. Granatenwerfer. Ja, Granatenwerfer. Nee. Das Kraut. Achso. Oh. Mache ich zwei erstmal wieder rein. Das ist schwierig. Was. Ja, habe ich auch. Habe ich auch überlegt, Cedric, aber weil das so eine unebene Fläche ist und da zu viel Schwarz mit drin ist, zerkrisselt das im Hintergrund. Ich hole mir so eine Green Wall, wenn ich umgezogen bin. Dann hole ich mir eine. Außerdem ist das Bild, was Fabian Amelung gemacht hat, unser Kasten, schon ziemlich schick und deswegen... So, Spaltmittel. Kann die flüssige Chemikalien von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen. Das heißt theoretisch, wenn wir gelbe Flüssigkeit brauchen... Ja, weiß ich auch nicht. Ja, wir lassen das auf jeden Fall erstmal so. Oh, können wir noch irgendwas Interessantes mitnehmen? Das Spaltmittel, ja. Zytonikum. Ja, Cedric, es kommt alles. Wenn ihr fleißig zuschaut, dann lohnt sich das auch, ne, sowas zu kaufen. Ich hab mir hierfür sogar schon einen PC gekauft. Egal. So. Ja. Jetzt bleibt uns ja nichts anderes übrig, als nach draußen zu laufen und die beiden Karten zu benutzen, oder? Ja, ich hasse es, wenn das Telefon klingelt.
cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first! You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man! Everybody's waiting for you! Also Jenny, um da auf deine Frage zurückzukommen. Also was ich wahrscheinlich streamen werde nächsten Monat, ist auf jeden Fall For Honor. Ja, auch für die PS4. Halo Wars auf jeden Fall. Dann darauf kommt Horizon für die PS4. Also eigentlich jeden Shit, kann man so sagen. Also das, was ich mir so und so kaufen würde, das, ja. Wenn man so und so zockt, dann kann man ja auch einen Stream nebenbei laufen lassen. Ne? Nicht so die Welt. So. Ja. Was steht da hinten? Mit einem Schuss ist schlecht. Jetzt hätte ich gerne den Granatenwerfer. Aber den habe ich natürlich nicht dabei. Also. Puh. Geht doch. So. Ah! Okay, der war fies. Das muss ich zugeben. Hatten wir eigentlich noch Münzen? Nee, wir hatten keine Münzen mehr gesammelt, ne? Also hier haben wir auf jeden Fall keine Münze. Hier noch Münzen? Ich bin auch der Meinung, wir haben Münzen aufgehoben. Wer ist denn Oli Stream? Oder Oil Stream, Oli Stream? Der kann nicht so gut sein wie wir, Jenny. Also das geht mal gar nicht. Achso, und wir haben noch ein Tape, ne? Stimmt, eine Videokassette. Happy Birthday. Cedric, ich habe mir eine Xbox gekauft. Darauf haben wir unter anderem Stardew Valley gespielt und FIFA habe ich dafür, aber das wollt ihr nicht sehen. Ja, es gibt ja jetzt leider. Also zum Beispiel Halo Wars spiele ich auf der Xbox, nicht auf dem PC. Sonst kommen ja nicht wirklich exklusive Titel mehr raus. Scalebound haben die ja gecancelt. Leider, sehr, sehr schade. Und sonst kommt ja nichts eigentlich mehr. Also das ist ja. Sonst sind ja alle Titel durch. Ich hoffe ja, dass sie was Nettes announcen auf der E3. Also da habe ich ganz, ganz große Hoffnung. Ja, ansonsten Ende dieses Jahres ja noch die Scorpio, ne? Vielleicht halten die da einiges hinterm Berg noch. Aber ich bin gespannt. Stimmt, genau, da haben wir die Munition rausgeholt, Cedric. Alter, du hast auch ein Gedächtnis, Alter. So, dann speichern wir nochmal.